Ja, und auch hier in Bovington ist der Tiger immer noch ein sehr begehrtes Stück. Hier in dem Fall der Tiger 2, Königstiger, so wie man ihn wirklich aus dem Spiel kennt, mit dem richtigen Turm. Und ja, das ist natürlich hier eine Attraktion für viele Leute. Also es gibt hier wirklich sehr, sehr viele Panzer, aber dieser Panzer ist doch sehr speziell in seinem Ruhm. Warum? Vielleicht kann man das sogar noch mal ganz kurz zeigen. Da, wo die beiden Leute gerade reingreifen, da ist nämlich schon die Einschläge gewesen. Und dementsprechend muss man sagen, ja. Für den Sherman Firefly wurde er außer Gefecht gesetzt. Von dem Sherman Firefly wurde er außer Gefecht gesetzt, wie mir Rio gerade ins Ohr flüstert. Ja, das war's. Wir schauen natürlich noch schöne weitere Panzer an, aber in dem Fall ist das natürlich das einzige Highlight. Und auch die Tortoise ist natürlich hier vertreten. Das letzte Mal haben wir sie noch gesehen, im letzten Video, im letzten Jahr im Conservation Center. Hier ist es jetzt mittlerweile im Tank Museum angekommen. Und wenn man einfach mal die Relation sieht, wenn ich mich daneben stelle, das Ding ist einfach unglaublich riesig. Und wenn man jetzt hier einmal so rumgeht, und natürlich muss ich immer so gucken, dass ich da nirgendwo anecke, weil das ist natürlich nicht so leicht, weil hier ist ja heute mehr los. So, da kommen wir jetzt vorne und sehen natürlich dieses riesige Gerät an Panzer selber. Also immer wieder beeindruckend, gerade die Tortoise haben sie wirklich schön gemacht. Und hinter mir ist jetzt wirklich, glaube ich, eine der beeindruckendsten Kanonen im Zweiten Weltkrieg überhaupt. Und zwar vom Jagdtiger. Also nicht nur, weil es eine der beeindruckendsten Kanonen ist, sondern auch eine der größten, beziehungsweise die größte schlechthin. Jagdtiger ist einfach phänomenal groß. Also da ist, muss man sagen, ist schon ein Monster. Also das live zu sehen, ist schon das sehr Besondere und halt nur im Bovington möglich. Also jetzt hinter mir der T-55, ihr seht, da ist ein bisschen was ausgeschnitten, der war für Trainingszwecke und in diesen Trainingszwecken wurde die Panzerung etwas visuell verstärkt, um der Crew ein besseres Gefühl der Sicherheit zu geben. Also so dick wie der Turm hier eigentlich ist, ist er gar nicht, aber wie gesagt, das Bauchgefühl hat dann der Crew vermittelt, ja, damit passiert uns gar nichts, wir Russen sind da einfach sicher. Naja, ob es geklappt hat, wissen wir nicht. In der Halle hinter mir ist gute Stimmung, wie ihr hört. Hier ist dicke Musik und da wird auch getanzt. Also auch das ist hier vorhanden. Es ist nicht nur was für die Panzerenthusiasten dabei, sondern auch getanzt wird dementsprechend. Ja, mal schauen, wie die Stimmung sonst wird. Hinter mir jetzt der Stolz der deutschen Bundeswehr, kann man ganz klar so sagen, und zwar der Leopard, einer der wohl besten Panzer auf der Welt. Das darf man mit Fug und Recht behaupten, auch als kleiner Patriotist oder wie man auch da sagen will. Also da kann man schon sehr stolz drauf sein. Das Ding in Aktion zu erleben ist umso schöner und ich hoffe, dass wir das auf dem Tankfest auch noch erleben, weil da muss ich sagen, das haben sie letztes Jahr sehr schön gemacht und da schauen wir mal, wie dieses Jahr das so läuft. Kleiner Funfact, während wir den T-62 hinter mir haben. Ich bin ja so ein halbprofessioneller YouTuber, muss ich immer ganz klar an dieser Stelle erwähnen. Aber es gibt professionelle YouTuber, wie ein RioCat zum Beispiel, mit dem ich ja hier bin. Und der nimmt halt einfach mal die 16 GB Karte für das Tankfest mit. Vielleicht ein kleiner Kommentar dazu? Ich dachte, es wäre eine größere Karte. Außerdem habe ich die anderen Karten bei mir zu Hause. Das langt schon. Er dachte, es wäre eine größere Karte. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Also, jetzt sind wir hier praktisch auf dem Pressehügel. Deswegen habe ich auch so ein schönes grünes Gewändchen anbekommen. Der Pressehügel ist recht gut gestellt. Hinter mir ist auch Rio. Und hinter mir da ist die große, das Conservation Center, die Crowd ist auch da und hinter mir da ist dann dementsprechend das Museum. Ja, das Schöne an hier in dem Hügel, dass man wirklich super geil aufnehmen kann und dementsprechend für euch alles in bester Manier live festhalten kann. Ich hoffe, ich kriege hier gute Impressionen rein und ich bin guter Dinge, vielleicht sehen wir auch einen Leo, also darauf freue ich mich am meisten.
der erste Tag oder beziehungsweise das richtige Tankfest geht rum, weil der zweite Tag ist im Prinzip deckungsgleich, es passiert genau das Gleiche. Im Hintergrund läuft Nena und ihr seht die Panzer, da werden wir jetzt auch nochmal uns die Panzer so ein bisschen in Ruhe anschauen und da durchlaufen. Das sind die, die gerade da auch gefahren sind. Es ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight, da nochmal die auch berühren zu können und nochmal anzuschauen. Hinter mir, da ist so ein kleines Dörfchen und in diesem Dörfchen, da kann man auch nochmal was kaufen, wie ihr es heute in dem Video auch gesehen oder werdet noch sehen, dass es so Gräben gibt. Also da ist hier nochmal einiges abseits geboten und das ist echt schön und das macht es auch wirklich besonders und ja, ich weiß, ich sag ganz viel, das sollte man live gesehen haben, es ist definitiv so, es ist was man nicht so beschreiben kann. Ich glaube, gefühlt auch sehr einzigartig. Man fragt sich ja immer, wie laut so Panzer sind, wenn man sie in der Nähe hat. Und es ist schon recht laut und das ist nur Stadtgas. Also, natürlich sind es auch drei wunderschöne Panzer, weil es handelt sich um drei Leos. Und ja, das ist halt einfach was Besonderes, so ein Leo hinter sich zu haben, in dem Fall sogar drei Stück, deutscher und ein paar ausgeliehene, sag ich mal. Also, Leopard, vielleicht sehen wir sie auch gleich noch wegfahren. Ja, hinter mir, da sieht man auch, die Panzer sind mal müde und wollen schlafen. Der Tag ist zu Ende und dementsprechend, gute Nacht. Ja, also ich dachte mir mal, hier immer die Panzer zeigen, ist ja doch ein bisschen langweilig für euch auch. Und Bournemouth selber bietet eben nicht nur Panzer bzw. Bowington, sondern Bournemouth liegt ja noch bekanntermaßen am Meer. Und das ist gerade das Tolle, weil wir sind hier an einem wunderschönen, wirklich wunderschönen Sandstrand, der unglaublich lange ist. Also man kann es wirklich kaum sehen. Hinter mir der Pier. Also das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig cool. Ja, von dem her, ich werde noch mit Rio und mit Nossi, die beide hinter mir sind, ein bisschen die Stadt unsicher machen. Wir gehen jetzt dann mal was lecker essen und trinken. Vielleicht können wir da auch noch mal was kurz reinseppen, ohne unseren Abend zu zerstören für euch und uns. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal, was noch so passiert. Auf jeden Fall, Sonne geht auch langsam unter, aber es war eine schöne Zeit. Hallo zusammen und willkommen zurück, ja, vom Tankfest. Wir sind hier jetzt gerade auf dem Pressehügel, den hat man vielleicht in dem einen oder anderen Bild bei uns gesehen. Im Hintergrund immer noch ein bisschen was vom Tankfest. Und eigentlich wollen wir hier unser kleines Fazit ziehen, denn heute ist der letzte Tag für uns. Wir reisen bald ab. Genau, ganz genau so ist es. Und ich glaube gerade eigentlich, wir hätten uns einen schöneren Ort für das Sprachliche aussuchen können. Aber ich glaube, die Impressionen sind dann einfach schon mal so sensationell, dass man mal sagen kann, Panzer im Hintergrund fahren sehen, ist mal was Neues. Ja, vor allem, wir müssen ein bisschen gegen die Panzer gegenbrüllen. Gefühlt geht uns das schon so seit Tagen. Meine Stimme ist deswegen auch ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, man hört uns überhaupt noch. Ja, sie quietschen ein wenig. Aber ja, ich glaube, es ist trotzdem jetzt ein schöner Zeitpunkt für ein Resümee des ganzen Tankfests. Und die Show ist, wie gesagt, deckungsgleich zu der am ersten Tag. Also wer den ersten Tag so halb im Museum verbringt, kann den zweiten Tag sich hier nochmal schön anschauen. Ja, auf jeden Fall extrem laut. Jetzt geht es langsam wieder. Und aktuell im Hintergrund sind übrigens die britischen Pioniere gewesen, also Versorgungsfahrzeuge und Unterstützungsfahrzeuge. Vorhin haben wir schon die Leos gesehen. Ja, und im Prinzip geht es so den Tag weiter, dass immer mit einem bestimmten Special-Fahrzeuge vorgestellt werden, beziehungsweise Nationen auch und ihre Einsatzzwecke. Ansonsten, wie gesagt, Resümee zum Tankfest bzw. auch den Kontributorentag nochmal. Ich würde sagen, es stand unter dem Begriff konstruktiv. Konstruktivität war definitiv gegeben. Wir haben, glaube ich, viele tolle, konstruktive Ratschläge geben können, aber auch bekommen. Auch das ist wichtig, dass das nicht nur eine Einbahnstraße ist. Und dementsprechend war der Kontributorentag für mich, ich mache jetzt einfach mal so kurz für mich, war der Kontributorentag da sehr schön. Wie gesagt, gestern natürlich das Museum noch angeschaut, auch die Shows, hier heute noch mal ein paar Shows noch mal live zusätzlich dazu anschauen können. Und es ist wieder ein sehr rundes Bild und ich bin sehr froh, wieder hier gewesen zu sein. Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Insgesamt sehr... Moment. Kann der mal ein bisschen ruhiger sein, bitte? Ja. Mann. Der jetzt auch noch. Ja. Auch nicht. Wir hätten uns eine bessere Location aussuchen können, aber irgendwie finde ich, es ist doch sehr stimmig. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Es war wirklich rundum wieder sehr spaßig. Diesmal hatten wir, wie gesagt, hier Zugang zum Pressehügel, was das Filmen wesentlich erleichtert hat. Das war ein ganz, ganz großer Bonus dieses Jahr, um Video-Footage quasi aufzunehmen, für euch dann auch ein bisschen was mitzunehmen wieder nach Deutschland. Und ja,
konstruktiv trifft es eigentlich ganz gut. Also es war wirklich sehr spaßig wieder. Aber auch wegen diesem Hügel hier und wegen den Verpflichtungen bzw. Terminen, die man dann noch hatte, ein Stück weit anstrengender, muss ich sagen, als letztes Jahr. Und meine Stimme ist wesentlich gereizter als letztes Jahr. Ja, also ich glaube, das ist ein schönes Resümee in Summe und ich glaube und hoffe, dass das ganze Video euch das jetzt auch vermittelt hat, was wir gesehen haben und ich kann nur sagen, Bowing 2016, voller Erfolg. Ja, war auf jeden Fall sehr cool. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ja, hinter mir jetzt, glaube ich, einer der gutes Stolz. Boah, okay, ja. Entschuldigung. Hat jetzt aufgenommen? Mann. Das lasse ich drin. du, Björn, weißt du, wo eine Toilette ist? Ich glaube, da hinten. Alles klar, danke dir. Die